Kannst du mich hören? Ja? Es ist ein Wunder, dass ich einen Gebietswechselschalter in dieser Röhre gefunden habe. Und ein weiteres Wunder ist, dass ich diesen Kampf überlebt habe. Aber du hast ja gar nichts davon gesehen, oder? Naja, die Wächter, die mich von Professor Zeitfelds Insel geleiten sollten, wurden Opfer eines Hinterhalts. Melian und ihre Freunde griffen die Truppen überraschend an. Vermutlich, um mich zu retten. Während wir reden, kämpfen sie hier ganz in der Nähe weiter. Die Wucherranke, die mich hergebracht hatte, fiel auf einen Strand und ich konnte mich in dieser Röhre verstecken. Ich muss diese Bombe schleunigst finden und entschärfen. Sie kämpfen immer noch. Milians Soldaten sehen nicht gut aus. Ich kann ihnen aber auch nicht helfen. Kümmern wir uns lieber um diese Bombe. Und damit zurück bei Experience 112 in meinem mittlerweile dritten Anlauf. Kleine Startschwierigkeiten nach dieser etwas längeren Pause. Aber gut, da steht die gute Bombe ja schon. Die hatten wir doch schon mal gesehen, oder? Weiß gar nicht mehr, schon länger her. Und da das aber die Bombe von dem Mike Lloyd ist, hole ich mir erstmal Informationen. Wo ist er denn? Der Mike... Entschuldigung. Oh, wie ist er da, Mike da Lloyd? Da ist sie also. Da haben wir ja. Sieht aus wie eine selbstgebastelte Bombe. Aber Achtung! Lloyd hat sie nicht ohne Grund hier deponiert. Vielleicht sind wichtige Tyriaden-Ressourcen in der Nähe. Dann wollen wir mal gucken. 114, 1131, 45, 195. Sieh mal, da sind 5 Drähte. Ich schätze, einige davon sind mit dem Zünder verbunden. Das sind diejenigen, die wir durchtrennen müssen. Dafür werde ich deine Hilfe brauchen. War doch eine tolle Idee, diese endoskopische Kamera mitzunehmen. Jetzt können wir fortfahren. Wenn du dich mit der Kamera verbindest, kannst du die Drähte identifizieren, die den Bombenzünder steuern. Ich werde auf jeden Draht einzeln zeigen. Wenn ich ihn durchschneiden soll, musst du ein bestimmtes Pheromon des Sprachpakets freisetzen. Das Alpha-Pheromon zum Beispiel. Wenn der Draht nicht durchtrennt werden soll, setzt du das entgegengesetzte Pheromon ein, also eine Kombination aus Omega und Alpha. Alles klar? Oh. Alpha, wenn ich schneiden soll... Omega plus Alpha, wenn ich nicht schneiden soll. Fangen wir an. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Okay, hier sind blau und rot. Laut Zünd fertig? Soll ich diesen Draht durchschneiden? Laut Zünd? Die sagt diesen Text nicht. Warum nicht? Welchen Text hat sie? Welchen Draht hat sie denn da? Gebietskarte, verdammt. Ja, ich muss ihre Kamera noch wieder aktivieren. Konzentration. Fehlt eigentlich eine Kamera? Verdammt, mir fehlt eine Kamera. Ah, Kamera durcheinander hier. Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. So, rot hat sie. Alles klar, rot müssen wir durchschneiden. Wo habe ich jetzt das Pheromonpaket? Sprachpaket. Alpha durchschneiden. Und was machen wir jetzt? Ich habe gerade gesagt, Alpha durchschneiden. Hallo. Rot und blau mache ich jetzt erstmal beim ersten Versuch. Fensterweber. Hallo? Alpha, los. Okay, fertig. Geht doch. Erledigt. Endlich. So, nun zieht sie an. Das ist wieder rot. Warum hat das Ding 2 rote Kabel? Hallo, Schnuppergas. Mach ich. Und wie oft muss ich das denn sagen? Nein, gelb sollst du nicht. Das ist eine der Zündräte? Nein. Okay, machen wir mit dem nächsten weiter. Nein, grün machen wir auch nicht, wir wollen blau. Die Zünd... sag mal. Hallo? Das geht doch. Hör jetzt nicht auf. Mach ich ja nicht. Ja, okay, ich werde ihn nicht anfassen. Du hörst auf. Ja, blau.
knipst das Ding durch. Los. Ja. Haben wir? Perfekt. Jawohl. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Bombe ist entschärft. Und jetzt? Wohin jetzt? Ich kann nicht hierbleiben. Zu gefährlich. Jeden Augenblick, aber... Sie greifen mich an. Weg hier, verschwinden Sie. Wir können Sie nicht viel länger aufhalten. Und Sie? Ich werde Sie im ansteigenden Abgrund treffen. Und jetzt los. Beeilen wir uns. Wo ist sie denn? Lass uns die Zonen ändern, während Milian und ihre Truppen die Kampftyriaden in Schach halten. Wir müssen jetzt weg hier. Okay, geh du mal. Ich folg dir. Zu den Abständen Abgrund geht's bestimmt da lang, ne? Da waren wir doch schon mal, oder? Was war denn das nochmal in der Ecke? Kann ich mich gar nicht erinnern. Was ist das für ein Licht da hinten? Hm. Und Clock Gebietsschalter. Ich sehe wieder nichts. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Sieht das strange aus. Naja, lassen wir sie mal laufen. Was für ein interessanter Ort. Sind das Brunnen? Ein natürlicher Abzug? Und was sind das für Röhren, die dadurch verlaufen? Sind das Kanäle oder stammen sie von einer monströsen Pflanze? Gehen wir. Und übrigens, es gibt keinen anderen Weg. Toll. Gut, du musst ja rüberlaufen, ne? Ich guck nur zu. Sehr symmetrisch, dieser Tunnel, für natürlich. Überaus symmetrisch. Aber okay. Ich sag da nichts zu. Jetzt müssen wir erstmal da hinten rüber, denke ich, ne? Wir haben ja keine andere Wahl. Oh, eine Zuckelkamera, ey. Ich die hasse. Einmal da hinten rum und dann kommen wir da wieder rein. Oh Mann. Das ist ein langer Weg. Ich mach die Zuckelkamera wieder aus. So, Madame, du darfst weiter. Ach, da ist eine Leiter. Kommen wir da hoch? Nö, wir können nicht nach oben schalten. Oh, die Leiter sieht auch nicht gerade sehr... sehr gut aus. Ich habe die Befürchtung, dass hier oben einer rumrennen wird. Klack, aus. Da kommt sie. Dann machen wir uns mal hier auf den Weg durch dieses ganze Gewirrwarr. Zack, aus. Nächste Kamera. Scharf gestellt. Was ist das? Ah. Wieder nur so eine komische Pflanze. Weitergehen bitte. Immer weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Tschüss. Was war das denn? Wir werden beschossen. Echt komische Röhren hier. Aber selbst hier haben sie Licht installiert. Fleißig, fleißig. Muss man schon mal sagen. Die haben hier nicht gespart mit Strom und Licht. Da kommt ja auch wieder so ein komisches Zeugs. Aha. Außer könnten wir da ein neues Pheromon kriegen. Uns fehlt ja noch eins. Madame, bitte gehen Sie weiter. Danke. Ja. Schauen wir uns das doch mal an. Na, es ist eine tolle Kameraperspektive. Naja. Ist die hier besser? Auch nicht wirklich.
So, lassen wir sie direkt mal zum nächsten Punkt. Tülü, tülü, tülü. Ganze Schaltkästen haben sie angebracht. Mann, Mann, Mann. So, aber hier lasse ich sie mal ein bisschen durchsuchen. Oder vielleicht beim nächsten. Nix, kein Wort dazu. Na gut, dann gehen wir weiter. Wenn sie nichts zu sagen hat, dann bin ich zufrieden. Ich frage mich, wo der ganze Strom überhaupt herkam. Haben wir das schon mal irgendwann geklärt? Ich meine, das Schiff ist ja schon seit Jahrzehnten da gestrandet und hat immer noch Strom. So, wir haben den großen Kreis überwunden. Wofür auch immer wir das getan haben. Schalten wir wieder auf die große Kamera. Jetzt müssen wir dann da unten rauskommen, ne? Tada, da ist sie ja. Sehr gut. Formidable. Hä? Ah doch, genau. So rum sind wir gelaufen. Alles klärchen. So, können das zu. Das machen wir an. Da können wir nicht reingucken. Dann nehmen wir nochmal die hier. Immer Angst, dass wir verfolgt werden. Die ganze Zeit. Das macht mich so ein bisschen kirre. Das sind auch keine natürlichen gewachsenen Dinger. Das ist doch Holz hier. Sieht man doch. Das ist nur Holz. Oder haben wir das nur einmal hier ausgebaut? Kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Ist schon krass, dieser Untergrund. Aber sowas baut man noch nicht mit einem Forschungsteam. Da brauchst du doch eine riesen Mannschaft für. Guck mal, das ist noch eine nächste Tür. Da brauchst du ein ganzes Bauunternehmen für, um so ein Ding hier unten zu bauen. Stahlstützen, allen drum und dran. Aber wenn man ein bisschen Einrichtung macht hier unten. Einsatz in 4 Tunneln. Dann hast du es ja unten ganz schön, glaube ich. Und da haben wir einen Gebietswechselschalter. Sehr gut. Zack. So, hier haben sie noch ihr Kontrollsystem. Eine verschlossene Tür. Ich brauche den Code. Vielleicht hast du ihn irgendwo? Wo mag er denn wohl sein? Zugangscode Tür. Das ist irgendwas anderes wahrscheinlich, ne? Jo. Wer hat hier gearbeitet? Jack Lowell hat sich um die äußere Tyriadenzone gekümmert. Er muss sich damit ausgekannt haben. Aber der ansteigende Abgrund lag in Paul Gurnishs Verantwortung. Du solltest in seinen Dateien nachsehen. Paul Gurnish. Zack. Zugangscode im Sicherheitsziel im Abgrundtunnel. Jo, da haben wir es doch. Das ist XX25K12. Oh, perfekt. Der Weg ist frei. Perfekt. Ich bin so gut. Achtung. Wir wechseln das Gebiet. Jojo. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Das ist der Ladebildschirm. Okay, das ist garantiert nicht mehr natürlich. Da bin ich jetzt mir so ziemlich sicher. Madame läuft nicht los. Hallo. Madame. Okay. Sieht bei ihr ein bisschen gruseliger aus, muss ich sagen. Ein Licht am Ende des Tunnels.
Das wäre auch mal geil, wenn sie was anderes sehen würde als wir, wenn sie so Oh, so kalt. Ich hoffe, der Abgrund ist freundlicher als das hier. Na, da kommt er zumindest schon mal durch. Wenn sie so Halluzinationen kriegen würde von den Pflanzen oder so, das hätte auch mal was. Wenn sie echt so Psychoterror wäre, da könnte man echt ein geiles Horrorkonzept rausbauen. Kleines Indie-Spiel oder so. Ey, das hat ja echt was. Das muss doch voll gruselig sein, wenn der Hauptcharakter was anderes sieht als wir. Wir sehen die Monster. Hier sieht es auch nicht anders aus als in der restlichen Tyriadenwelt. Diese Stollen wurden ganz klar von Menschen angefertigt. Ich hatte keine Ahnung, dass die Ausmaße des Eden-Projekts so gigantisch waren. Das ist wie eine komplett andere Vorbasis. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus als in dem Rest des Bereichs. Hier ist nichts mehr natürlich. Das ist jetzt wirklich ein Untergrundbunker, der ja mal irgendwo hingepflanzt wurde. Ich meine, wenn man so einen Untergrundbunker baut, dann baut man den Weg dahin doch auch ordentlich, oder nicht? Man macht doch nicht nur so halbe Sachen. Mir ist aufgefallen, sie entdeckt ziemlich wenig. Wir laufen nur noch dieses Level durch, ne? Also, mit Umgebung interagieren wir kaum noch aktuell. Finde ich ein bisschen schade, das war oben auf dem Schiff deutlich mehr. Hatte man immer irgendwelche Orte oder so hier. Belatschen wir das einfach nur noch. So ein bisschen den Eindruck, als ob die schnell fertig werden mussten oder dass wir noch hinzugefuschelt haben. Oh. Da ist sie ja. Die gute Million. Man sieht sie noch nicht mal bei sich. So, damit, das meine ich dann, damit könnte man noch voll das geile Horror-Konzept machen. Achtung, Mädel, da ist ein Loch. Ja, schön drumherum gehen. Dass man irgendwie mehr sieht als der Charakter oder irgendwie mal andersrum oder so. Wobei andersrum wäre langweilig. Man soll sich ja gruseln, nicht der Charakter. Milian, Sie hier? Aber wie... Ich bin froh, Sie wiederzusehen, Lea. Der Kampf war hart und wir haben viele Mitglieder unserer Kaste einzigartiges Elixier verloren. Sie hatten recht, die Rache der Kampftyriaden zu fürchten. Es sind grausame Kreaturen mit einem uralten Hass auf die Menschheit. Ich verdanke Ihnen mein Leben, Milian. So viel weiß ich. Tausend Dank. Genug geschwatzt, Lea. Die Zeit verfliegt. Sie müssen sich unbedingt mit 112 treffen, bevor die Tyriaden ihre Spur finden. Ja... Aber wie? Der ansteigende Abgrund kann helfen. Es würde zu lange dauern, Ihnen die Funktionsweise ausführlich zu erklären. Aber kurz gesagt ist es ein Windkatalysator, der die Luftströme unserer Welt bündelt und verstärkt. Auf diese Weise können Tyriaden mühelos große Distanzen überbrücken. Sie können sich in Sekunden zur anderen Seite eines Kontinents bringen. Eine der Routen, oder Reisen, wie wir sie nennen, führt zu der Monolithhöhle, in der 112 auf Sie wartet. Wollen Sie sie benutzen? Warum nicht? Was muss ich machen? Folgen Sie mir. Ich habe nie etwas Ähnliches gesehen. Das ist wie... Nein, es ist anders als alles andere. Ich frage mich, ob unsere Forscher hier sesshaft werden wollten. Die Wände sehen aus wie aus Stein, aber es bewegt sich auch was. Als wären es Pflanzen. Was ist das für ein Geruch? Und wie soll ich ihn beschreiben? So reichhaltig und einladend. Als wäre es eine Kombination des Atems aller Tyriaden. Kann ein Duft eine gesamte Rasse repräsentieren? Aber diese Kälte, woher kommt sie? Es fühlt sich an, als würden sich hier alle unterirdischen Winde sammeln. Ja, genau, so klang's doch auch, oder? Und was machen die Menschen? Sie flatschen da erstmal volle Kanne ein riesen Baukonstrukt rein. Typisch. So, jetzt hat es endlich gesehen. Ich hatte gerade schon wieder die Befürchtung, dass wir wieder in den Bug haben und sie nicht weiterlaufen können. Aber hier haben wir nur ihre Kamera, ne? Ist ein bisschen schade, wir haben keine zweite. Dann schalten wir ihre aber auch mal groß. Dann sehen wir da ein bisschen mehr. Wir können sogar zoomen, cool. So. Da ist eine Leiter, die wir nicht benutzen können, weil wir nicht nach oben gehen können.
Da ist eine Tür. Die nichts. Achso, steuere ich sie ja. Die aber irgendwie nichts macht. Das Ding erst gerne mal von der Außenperspektive irgendwie gesehen. Naja. Gucken wir doch mal hier. Ach, hier muss die Tür anklicken. Bin auch ein Held. Na, Tür. Boah, die Tür kriegt man doch gar nicht. Guck ich mal da hinten. Die Tür ist zwischen den beiden Lampen fest. Die kriege ich doch gar nicht gedrückt. Ah, warte, ich kann die Lampen ja ausblenden. Hahaha. Also, Licht weg, Tür auf. So gut, so gut. I want you. Ba-ba-ba-bau. So, und das Problem schaue ich mir jetzt an. Derzeit macht ihr eine Pause. Ja, ist ganz cool. Ich glaube, bald haben wir es geschafft und wir haben 112 gefunden in der Monolithhöhle. Da bin ich ja mal gespannt. Die Errormeldung hier sieht jedenfalls nicht sehr, ja, sehr gut aus. Gucken wir mal, ob wir auch ohne weiterkommen. Ich bin nicht in der Steam-Version. Also eigentlich hätte ich gehofft, diese Log-Errors gibt es hier nicht. Schauen wir beim nächsten Mal weiter. Alles klar, haut rein, ciao.